sprechen wir gleich drüber. Einmal noch zum Konflikt One Love Binde. Diese Informationen jetzt im Beitrag von Jana Betten, die deuten ja sehr in die Richtung, dass es große Uneinigkeit gab in der Mannschaft. So große Uneinigkeit, dass ein Vermittler von außen hinzugezogen werden musste. Wie schätzt ihr, wie bewertet ihr jetzt diese Informationen gerade? Wie ist es für euch? Also ich finde den Beitrag ganz gut, weil es wirklich alle Aspekte aufgreift und am Ende jetzt die Bindenthematik. Das war wichtig und es ist vor allen Dingen sehr, sehr wichtig, jetzt im Nachgang das auch als Teil der Analyse zu nehmen. Denn das war wichtig, hat die Mannschaft beschäftigt, aber kein Spieler hat nach dem letzten Spiel das als Grund angeführt. Die Mannschaft hat gut gespielt gegen Japan die ersten 60, 65 Minuten. Deswegen hat keiner es als Alibi benutzt. Und trotzdem muss man darüber noch mehr reden. Ich weiß auch, wir haben uns sehr viele Gedanken im Vorfeld gemacht und die ganze Thematik um Menschenrechte, auch die Binde steht für gegen Rassismus, alles wichtig, aber es hat sehr viel Raum eingenommen und bei dem Turnier ist man von der FIFA überrumpelt worden. Also Teil der Analyse. Aber ich glaube, das, was auch rüberkam, das Wesentliche war schon auf dem Platz. Mhm. Es wurden so viele Fehler auf dem Platz gemacht, dass es, glaube ich, einen größeren Raum einnehmen muss, was sportlich passiert ist. Sportlich sprechen wir sofort. Mich interessiert dieses, haben ja auf dem Platz lange gute Leistung gezeigt. Würde euch das auch so, geht euch das auch so wie Thomas, dass ihr sagt, eigentlich, wenn da so viel Gutes ist auf dem Platz, ist dann die One-Love-Binde jetzt im Nachhall eher so ein ich suche mal einen Grund, warum es schiefgegangen ist? Ja, aber das ist ja das, was Thomas auch schon gesagt hat. Also die Spieler haben den Grund ja gar nicht genannt. Ja. Also es hat keiner bei den drei Spielen gesagt, ja, wir haben so viel über was anderes diskutiert als Sport, dass wir davon abgelenkt waren, sondern die Spieler haben gesagt, dass sie ihr Potenzial nicht abgerufen haben, dass sie nicht konsequent waren. Und das ist auch im großen Teil meine Analyse. Also sie haben einfach Phasen im Spiel gehabt, wo es nicht gut lief. Und die One-Love-Binde natürlich war im Vorfeld viel Diskussion. Ich würde sogar fast sagen, dass sie froh waren, als dieses erste Spiel gespielt wurde, dass sie da ihr eines Zeichen gesetzt haben und dann es einfach mal diese Diskussion beendet werden konnte. Sondern jetzt ist das erste Spiel und jetzt wollen wir sportlich agieren. Und deswegen. Ich vermute auch, dass es viel diskutiert wurde und das darf sich nicht wiederholen. Bei allen Turnieren, die jetzt folgen, das darf nicht mehr passieren. Man ist jetzt echt, hat erlebt, was die FIFA zu leisten imstande ist. Mhm. Da muss man vorbereitet sein, muss alles geklärt sein, wenn das erste Spiel angepfiffen ist. Und da, finde ich, muss man auch irgendwo differenzieren. Ne, wir haben ja das eine, wir hatten 2018 das Thema mit Gündogan, Özil und Erdogan. Dann war das ein Riesenthema. 2021 war keine Pandemie. Stadion war nur halb voll oder der Rasen war nicht lang genug. So, jetzt haben wir die One-Love-Binde. Also das Problem, was wir im deutschen Fußball haben, ist meines Erachtens ein bisschen tiefgründiger. Und da stelle ich mir einfach die Frage, also wir haben es ja im Beitrag gesehen, unsere Defensive. Mhm. Ja, und wir reden schon wieder, ich habe Hansi, den ich sehr schätze, aber wir reden von spielstarken Außenverteidigern. Verteidigen ist verteidigen. Also wir müssen erstmal wieder lernen zu verteidigen. Wir reden, ach geil, erster Kontakt, super langer Ball. Du musst erstmal lernen, die Basics wieder. Also wie habe ich meine Abstände? Wo halte ich meine Linie? Wie lasse ich mich fallen? Wie stelle ich mich beim langen Ball? Wie viel Abstand habe ich bei einem 1 gegen 1? Verteidigen. Da gehen wir doch mal die besten Verteidiger durch. Chiellini, als ich im Zweikampf bei ihm im Training, danach habe ich nie wieder einen Zweikampf gemacht. Warum? Der tut dir weh. Sergio Ramos, 28 rote Karten. Geiler Kicker, aber der tut dir weh. Pepe ist ein Knochenbrecher, einer der besten Verteidiger der Welt. Und das sind so Dinge, die mir einfach fehlen. Wir haben ein strukturelles Problem in der Verteidigung. Und ist es das Problem, dass sie nicht gut genug sind oder dass Hansi Flick nicht gut genug vorbereitet hat und nicht linear genug vorbereitet hat, nicht konstant genug in der Verteidigung? Dass wir oft gehört haben, wir sind super, wir sind gut. Und das kann man vielleicht im Detail nochmal überprüfen, ob wir wirklich so gut sind oder ob wir vielleicht nicht mehr ganz zur Weltspitze gehören. Was mich schon interessiert ist, es gab so ein Muster. Die Mannschaft ist erstmal dominant, sie hat einen Plan, der wird umgesetzt und dann gibt es Momente im Spiel, wo das kippt. Und einfach mal zu analysieren, was passiert in dem Moment? Was passiert in den Minuten so um die 65. Minute Japan? Warum kippt es? Mhm. Läuft ein Spieler weniger? Passiert in dieser Mannschaft was? Sind es externe Einflüsse? Genau das zu analysieren, weil das ist nicht zum ersten Mal passiert. Ich erinnere mich noch an das Spiel gegen England im Wembley. Alles unter Kontrolle. Man bestimmt das Spiel und auf einmal gibt man dieses Spiel aus der Hand. Und das ist so oft jetzt passiert, dass es keine Souveränität gibt, obwohl man das Spiel im Griff hat. Und das gilt es rauszufinden. Und das Zweite, was mir noch auffällt, wir reden, berauschen uns an Chancen. Wir haben immer total viele Chancen. Warum machen wir die nicht? Fehlt da die Qualität oder ist die Qualität der Chancen nicht gut genug? Weil jeder, der Ball, der irgendwie aufs Tor fliegt, ist eine Torschance. Aber die Qualität des Torschusses reicht vielleicht nicht aus. Und das wäre ein Aspekt. Und das ist die Qualität. Aber für mich ist auch Qualität, wo ist unsere Identität? Also ich glaube, Thomas, du hast gesagt, der Basti hat es gesagt, wir sind keine Turniermannschaft mehr. Also was ist unsere Identität? Und die ist verloren gegangen. Gleichzeitig haben wir das Thema Hierarchie.
sondern wer sind die Führungsspieler? Und daraus resultierend haben wir die Stabilität. Und die geht nämlich immer verloren. Ja, wir haben Qualität, aber die Qualität hat mehr als nur den Ball am Fuß und nur Torschancen zu kreieren. Wo kommen die Torschancen zustande? Haben wir die Stürmer? Wie sichern wir ab? Qualität ist für mich auch Defensivarbeit. Also wir haben das Tor gesehen, das erste der Costa Ricaner. Wir sind nicht zugeordnet. Das ist auch Qualität. Wachsamkeit. Wie analysiere ich ein Spiel? Wie lese ich ein Spiel? Das ist alles, das ist auch Qualität und das ist auch gleichzeitig Stabilität. Und das sind so Themen, wo, sorry Almut, so, ihr habt im Frauenfußball, euch läuft es ja super, aber wir, so, ich kenne die Mannschaft, das muss wirklich auf den Prüfstand. Aber ich finde auch, ne, was du mit der Qualität ansprichst, es gibt auch Spieler, die nur in einem bestimmten Umfeld ihre Leistung bringen können. Egal, ob es Trainer oder Betreuer sind, aber es ist auch manchmal der Mitspieler. Dass halt der Mitspieler einen lenkt und dadurch eigentlich man selber die Leistung bringt. Und vielleicht passt halt einfach die Mannschaft, die auf dem Platz gestanden hat, vor allem in der Defensive, vielleicht passen die einzelnen Faktoren nicht zusammen. Und dann kann man halt auch wieder darüber sprechen. Also ist die Nominierung richtig? Also ich habe mich beispielsweise auch über einen Klostermann gewundert, der noch kein Spiel über 90 Minuten gemacht hat, der halt auch dann gegen den Oman nach 30 Minuten rausgenommen wurde. Und dann, ja, man kann viele Sachen auseinandernehmen, aber Qualität ist das, was Sammy angesprochen hat, aber auch das Zusammenspiel von den Spielern, die auf dem Platz sind. Darf ich noch eins sagen, weil Sammy Identität gesagt hat. Und das finde ich auch. Wir haben früher Turniere gewonnen, sind weit gekommen, weil wir eine Identität hatten. So, wir wollten weg davon, wir wollten besseren Fußball spielen. Spanien war das Vorbild. So, wir bilden immer wieder bessere Spieler aus. Aber wir sind nicht so gut wie Spanien, dass wir 11 super Fußballer haben. Wir haben aber auch nicht mehr die Qualität, einfach dreckig zu gewinnen. Jetzt befinden wir uns irgendwo da auf dieser Identitätssuche und, glaube ich, müssen uns klar darüber werden, bilden wir noch mehr bessere Spieler aus in allen Mannschaftsteilen oder gehen wir zurück. Und dann reden wir über das oft verbotene Wort Mentalität. Wie schaffen wir es, dass wir wieder anfangen, Leuten wehtun zu wollen im Rahmen des Erlaubten? Ist doch ein Mix, oder nicht? Ja, aber den haben wir bestimmt einen Mix. Und ihr könnt heute den ganzen Abend noch gemixt, ja, darüber sprechen.